Siehst du das? Zuerst war nur das Zeichen, das FIFA Ultimate Team Zeichen, und jetzt sind die Foot Zeichen. Und hinten beim Shop sieht man auch, dass ich die zwei Packs jetzt bekommen habe. Genau, ich habe es auch bekommen. Ja, was werden wir aufmachen? Bin gespannt. Also 2 Megabytes, ein Premium Goldspieler-Set und 15.000 Münzen bringt uns auf 80.000. Die Gegnerauswahl für den ersten Tag ist sehr bescheiden, das geht. Also wir haben in Summe, da steht 4 Packs, aber wir haben 5 Packs. Ich schaue es mal bei dir zu. Okay, sehr gut. Dann machst du auf. Der Brian, was hast du geschafft für Dinge? Oder was habt ihr so geschafft, Leute? Was habt ihr erreicht? Squad Battles, was war euer Rang? Ich meine, Elite 2 finde ich ganz okay. Wenn ich nicht die Disconnects gehabt hätte, hätte ich noch Elite 1 schaffen können. Das war ganz knapp am Schluss. Ja. Also Leute. Gleich sind wir soweit, würde ich sagen, oder? Sollen wir anfangen? Ich warte noch, was da auf ein paar Antworten, falls ihr euch beteiligen wollt und schreiben wollt, was ihr so geschafft habt die Woche. Oder dieses Wochenende. Wäre ziemlich cool. Ja, Leute, lasst ein Like da, würde mich riesig, riesig freuen. Also, ja, dann fangen wir an, würde ich sagen, oder? Wir haben zwei Jumbo-Sets und die Me zwei Megasets plus den Premium-Goldspieler-Pack. Womit soll man anfangen? Soll man mit den wöchentlichen Rewards einfach anfangen und dann Premium-Goldspieler-Pack und dann die zwei Megapacks? Sollen wir dies machen? Also 15.000, ich glaube 35.000 und 45.000 oder so, oder 35.000, 25.000 oder so. Ja, die sind ziemlich ähnliche, glaube ich. Aber ja. Ich würde sagen, Jumbo-Pack als erstes, oder? Mach mal auf, Leute, oder? Oder habt ihr andere Vorschläge? Also ich würde mit dem Jumbo-Pack anfangen und dann. Okay, dann entscheide ich, ja. Ich würde sagen, machen wir das erste Pack auf Jumbo Premium Gold Pack. Warte, ich mache einen Screenshot. Dann geht's los. Also Leute, lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und das immer, es ist nix. Nee. Ja, kann Dreh war, ich meine, ne. Dann könnt ihr theoretisch sogar spielen. Ja. Also, preislich hat er ungefähr 3000, ist okay. King 2000 im Moment, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Morena ist nice, sind auch 2000. Also, geldmäßig sind es einmal 4000, 5000, 6000, 7000. Ja. Er hat 3000, okay. Ja, weil er im Moment voll gehypt ist. Sind wir bei 10.000. Er hat nichts nochmal. Ja. Also, 1000 hat jeder im Moment. Siehst du. Ja, ich meine, ist okay. Ich meine, wir kommen schon auf ein bisschen Geld. Ja, die können wir wegtun. Das können wir wegtun. Frankreich ist cool. Ja, was sagt zum ersten Bag? Also es sind ungefähr die 14.000. Also rein an den Spielern jetzt schon. Und ohne den Rest noch gesehen. Geld habe ich jetzt auch schon 80.000. Also irgendwas Cooles muss doch heute drin sein. Oder? Da kann ja nicht sein, dass wir gar nichts aufmachen. Und? Es ist nix. Es ist... doch, es ist... kein Walkout, aber es ist... Na. Arturis. Naja. Naja, wenn es Spanien ist und aufgeht, hofft man sich ein bisschen mehr, aber es ist halt ein 83er. Es ist zumindest einer, der aufgegangen ist. Es ist also ungefähr 2500, 3000 wert. Ja. Vielleicht kriegst du 4000, wenn du es Glück hast. Ja, nichts Besonderes. Han ist also 1500. Ruben Sobrino ist so 1000. Ja. Habe ich den nicht gerade gehabt? Ich glaube. Da ist auch nichts. Ja, also, der könnte was sein im Moment. Nee. Also, ihr seht, am PC ist einfach jeder Spieler zumindest ein Tausender wert. Ja, ich meine, schauen wir nochmal kurz. Das war so 3000, 2000 oder? Ja. Also, ja, also ist ein bisschen weniger als gerade vorher. In Summe hat es trotzdem wahrscheinlich das ungefähr. Ja, mit dem Fitnessobjekt auf jeden Fall. Den zwei, die Verträge und allem. Du malst in einen Verein,
Auch da sind wir ungefähr 14.000 oder so. Aber bis jetzt ist es ja bescheiden. Also, wenn ihr schon was Besseres aufgebaut habt, könnt ihr das gerne schreiben. Jetzt wird es Zeit. Also, den Wochen. Rewards haben wir gar nichts drin gehabt, jetzt wird es Zeit. Premium Goldspieler Pack. Was ist drinnen? Es muss jetzt da noch einmal ein Ding sein. Kein Walkout, aber es ist ein Bild. Es ist ein Franzose, LF, Manchester United, es ist Martial! Ja! Jetzt kann ich den Rashford vielleicht verkaufen für 40.000, wenn ich Martial habe. Alter Schwede! Wie geil! Wenn das kein guter Pick ist, Leute. Voll nice. Es ist kein Walkout, aber es ist ultra geil. Und ich glaube, der Martial hat mehr Wert als der Rashford, oder? Was hat der Martial? Ja, 50.000 hat er. 50.000 der Martial. Der Rashford hat es selber fast 40.000. Also bist du. Ja, das ist mega geil. Wirklich so cool gerade. Preisvergleich. Der hat da zwei. Ja. Nix. So, der, nix. Der da, so, ne, da, naja. Die Engländer können immer, naja, nix. Ist schwer, ob da irgendwer was hat. Also, das ist der, der hat da überall, ja, man, im Endeffekt hat er 1000, oder? Ist halt auch zugeschaut, aber der, hey, André Ramalho, ich kann kurz, dass er ein bisschen lernen ist. Ist cool, immer einer aus der österreichischen Liga, ist immer cool. Den hast du letzte Woche gezogen, Lachsen? Ja, nice. Aber der ist echt nice. Also 50.000er Martial, mega geil. Den werden wir auf jeden Fall spielen. Jetzt müssen wir uns überlegen, also Martial oder Rashford. Und ich glaube, es wird fast Martial. Oder ich nehme Martial für andere Mannschaft, für die andere Mannschaft, wo ich dass ich den statt einem Coman ersetze. Das geht auch mit den ganzen Franzosen. Dann könnt ihr beide Menüspieler spielen und verkauft halt einen Coman. Ich finde, er ist ziemlich geil. Also er hat vier Spezialbewegungen, er hat drei schwache Fuß, okay. Könnte vielleicht ein bisschen besser sein noch. Aber er ist Rechtsfuß, also zieht er rein, kann dann schießen. Ist da jetzt tauschbar, hat viel ganz okay Ausdauer und zwar hat überall Werte ziemlich gut. Für einen 83er. Ja, nehmen wir, oder? Müssen wir nur das Richtige drücken, alle zum Verein. Also, wir haben schon ziemlich gut aufgemacht. Jetzt hoffen wir aber noch auf ein One-to-Watch, oder? Zwei Megapacks. Servus Gutes drinnen, Servus Gutes drinnen, wir wollen ein Walkout sehen. Es ist kein Walkout. Gar nichts. Fail. Alvaro. Ja, der war vor kurzem noch. Also sie haben Alvaro ja als Ding. Ach Gott. Ja, das Pack war richtig schlecht dafür. Das ist das bis jetzt das Schlechteste von allen. Alter, ist das schlecht. Mein Wellpack. Was ist mit meinem Wellpack passiert? Hat der nicht einmal so viel Werte immer gehabt? Schade, der hat. Ah, er hat das Nummer 77. Arg. Ja, ich mein, Ding war super geil, Martial, dass man da jetzt Fisseln ist ein bisschen hart. Also, ich hab schon gehofft, dass man da zumindest an 3 dacht. Also, zumindest, ja. Jetzt wird's schwer, jetzt müssen wir das letzte Pack uns rausreißen. Ich mein, Welbeck ist wäre cool, wenn er nicht so abgewertet worden wäre. Das ist ja was wert, natürlich, der Zweiter. Sonst schauen wir, der Zweiter nicht so. Stürmer, Mittelstürmer, nicht. So, Schweden können wir wegtun. Wappen, naja. Signal, ja, ich meine. Ja, letztes Jahr war Welbeck noch 80 oder so, ja. Ja, das war nicht abgewertet worden. Ja, Leute, letztes Pack. Was machen wir auf? Kommt, 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 kommt. Schafft man noch was Gutes? Kommt, kommt, bitte. Es ist ein Walker, oder? Nein. Doch, Fernandinho! Es ist ein Walkout! Jetzt habe ich noch einen Fernandinho, jetzt habe ich schon einen untradable und jetzt mache ich nochmal auf. Mein zweiter Fernandinho ist auch lustig, aber den nehmen wir. In Summe haben wir 100.000 aufgemacht, also über 100.000 und Sachen. Walkout, ja. Ich hab's jetzt gar nicht glauben können. Geil, oder? Ey, das ist richtig ein geiles Backup-Opening bis jetzt. Puh! Und. Da war du Watch noch! Wie geil ist das? Wie geil ist das? Leute!
Capano. Mörderwert, oder? Ja, voll geil, oder? Hast da? Okay, bis gleich, ja. Aber wie geil war das gerade? Oh mein Gott, mit allem habe ich gerechnet. Ist das arg? Ich meine, es ist jetzt keiner von den Besten, okay? Aber es ist ein One-to-Watch und ich wollte ein One-to-Watch haben. Ah, geil, 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 geil. Und das sind auch 30, das sind auch 1000, 2000. Also, ich rechne es jetzt mit 2000, weil ich glaube, dass wir das bekommen nächste Woche. 4000, 6000, 8000, 10.000 nachher. Das können wir verkaufen. ZDM, ZDM ist ja 2000 zumindest wert. Das ist nichts wert, das ist auch nichts wert. Oder was ist das? Ist mir wurscht. Und Fernandinho, ne? Schon geil. Wie geil. Ja, weiß ja, wie man das am besten verschiebt, dass nachher am Schluss nur die Objekte übrig bleiben. Also ich hätte jetzt gern D2 und einen. Ja, ich meine, den Bele, ich weiß gar nicht, was er wert hat. 20.000. Nice. Was ist Benzema wert? Cool. Aber ich meine, ich habe da jetzt da in Summe über 100.000 aufgemacht, oder? Mit den drei Spielern. Benzema hat. Naja, okay, hat gar nichts leider. Den Bele, ich schau nur kurz den Bele da an. Der Musso hat den Bele. Ich weiß gar nicht, dass das, aber das dem könnte auch was werden. 20.000 halt wert, die werden wir auf jeden Fall behalten. Fernandinho haben wir jetzt den zweiten, der hat ungefähr 40.000 wert. Das ist schon cool. Geil. Ich bin ja echt dafür ein Dinge-Fan. Ich hätte ihn so gehabt, als das, so gern gehabt, als das Ding jetzt schon. Das mache ich dann nochmal auf. Ich muss da jetzt irgendwen auf jeden Fall runternehmen. Wenn nehmen wir runter? Nehmen wir den Klee runter. Dafür schieben wir den Ding rauf. Ah, ich mach das so, okay. In den Strohmann man auch runter und was habe ich denn angeboten gehabt? Weißt du das wer? Tun Alana runter. Dafür tue ich jetzt in den Bele rauf und Fernandinho, okay. Also ich mache da einen Screenshot jetzt da, damit wir das haben. Ja, war voll cool. Ja, passt. Ja, gute Nacht, Lachsen. Wünsche morgen alles Gute. Und ja, macht es gut, es war voll cool, muss ich sagen. Weiß nicht, was habt ihr aufgemacht, könnt ihr mir schreiben, Dembele und Fernandinho. Ich würde ihn am liebsten ja behalten, Fernandinho, aber der andere ist untradable. Schon hart, wenn man so einen, wenn man Walkout aufmacht und man muss ihn verkaufen. Ich meine, ja, 40.000 kann man leben damit, oder? Na, sonst gut aufgemacht. Also ich rechne es nochmal kurz durch, den Rest, das ist ungefähr 2.000. Ja, 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, ja, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.000 mit den restlichen Objekten plus 60.000 mit den zwei Spielern da. Ziemlich nice, oder? Man den Bele. Ja! Es riecht so ein bisschen danach, dass wir uns da jetzt eine Mannschaft zusammenbauen werden. Mit den ganzen Informs, die wir aus der aus der französischen Liga haben. Vor allem, wir haben dann ein Mittelfeld jetzt da. Entweder mit Franzosen oder mit irgendwas, oder mit so Mischung. Strootmann wird da gehen. Also. Ich habe es ziemlich geil gefunden, das zu öffnen. Also, ich kann mir nichts beklagen. Wie habt ihr es hier gefunden? Ich meine, ich mache es jetzt noch ein bisschen weiter und weil ich noch ein bisschen schauen will.